Hey ho Leute! Und ein verringertes herzlich willkommen zur nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben hier den Auftrag bekommen, dass wir zur Spitze des Ausblicks gehen. Die Quest mit Grata, die ja dort ihre Gebetsperlenkette verloren hat. Was so? Gebetsperlenkette? Was ist denn hier los, bitte? Was ist das Große? Alter, hier ist gerade... gerade was gehört, irgendwas Maschinelles, das finde ich... Ja, ich habe was Maschinelles gehört. Wir gehen da mal nicht hin. Versuche mich da mal einfach gekonnt weg, drum herum zu schleichen. Hallo Schweinchen. Schweinchen Bilbo. Alter, das ist wirklich OP. Kann mich mal. Ich bin nicht hier. Nee, bin ich nicht. Ich bin ein Läufer, ne? Ja. Gut, dann kann ich auch mal, aber den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich will auch irgendwas näher kommen. Finde ich nicht ganz so nice. Kann ich mal stehen bleiben hier? Einfach zu viel Zeug. Wenn die mich entdecken, bin ich tot. Bitte entdeckt mich nicht. Bitte! Ich werde euch alle in Ruhe lassen. Bitte entdeckt mich nicht. Ich glaube, er hat uns nicht entdeckt. Okay, er ist quasi in Sucherlaune gerade. Aber solange wir hier drin sind, sind wir unsichtbar. Und wenn er herkommt, kann ich ihn one-hitten. Komm doch, hier komm! Ja, komm doch! Komm mal, wenn du dich traust! Also, ich bin bereit. Doch, sucht er uns. Das sieht man an der Farbe von seinem Auge. Okay, er sucht uns immer noch. Ja, komm doch her! Ja, komm doch! Jagen Sie mich. Was? Scheiße. Nein, sollen sie nicht, bitte nicht. Ich lasse es mal abklingen hier. Ich habe keinen Bock jetzt auf irgendwas Riskantes. Weil wenn ich den einen jetzt One-Hit wegmache, sehen das die anderen dann? Die anderen haben nichts bemerkt, Aloy. Ich vertraue dir einfach mal. Alter. Das ist Adrenalin pur. Läufer, feindliche Maschine. Gibt's auch freundliche? Ich glaube mal nicht, ne? Ich könnte den Läufer töten, das wäre kein Problem, aber dann wird der da drüben wahrscheinlich aggro. Also die ganzen anderen Läufer. Obwohl, die Läufer laufen ja weg, aber die Sucher und so werden mich angreifen und vor allem die Plünderer. Wir gehen einfach mal, oder? Wir müssen hier ja nicht hin, also gehen wir einfach. Wir gehen einfach. Da ist ja nichts Maschinelles, oder? Na, ein Fuchs. Da muss wieder ein Sucher. Ah, ne, ein Wächter. Alter, hier ist alles voll. Das ist unglaublich. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist ein Waypoint. Können wir ganz kurz schnell speichern. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Okay, Aloy, was sagt uns das? Nicht ernsthaft, oder? Alter, müsst ihr überall sein? Das ist ja alles voll mit den Viechern. Ich meine, respawnen die oder sind die dann weg, wenn man die einmal getötet hat? Ich meine, wenn der jetzt herkommt, kann ich den wegmachen, aber sonst... Ich meine, die drei sind da nur Läufer, also Wächter. Ich name immer noch nicht aus, wenn ich weiß. Wächter. Weil Wächter mache ich weg. Wächter haben keine Chance. Das ist ja nicht gut, Kombo.
da hohes Gras, sehe ich das richtig hier? Sie wissen jetzt, dass ich hier... Wissen Sie? Oh, shit. Okay, Sie wissen. Shit. Was? Was? Ja, komm doch! What? Okay, der eine ist down. WTF? WTF? Oh, aber der eine lebt doch noch, oder? Okay, den habe ich auch down gemacht. Oh, fuck. Da war ich ein bisschen zu langsam mit dem Heranschleifen. Ich nehme da mal eine Heilungsbeere. Ich kämpfe einfach viel zu frontal, habe ich doch das Gefühl. Ich muss lernen, mehr aus der Deckung zu agieren. Oder mir vielleicht eine bessere Position für einen Angriff zu suchen, oder pipapo. Ich meine... Grata mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Okay. Was haben wir jetzt klettern? Wie ich einfach alles töten will, was sich bewegt. Das ist schon fast so eine gleiche Krankheit. Wenn wir da jetzt hochgehen, sind da dann Maschinen, die fliegen können? Dann gegen soll es das ja. Im Trailer hat man das ja gesehen. Aber sehen wir das so früh im Spiel schon? Ich hab keine Ahnung. Also ich würde es feiern. Also wir werden sterben, aber ich würde es feiern. Wo müssen wir denn weiter? Hier rüber, ne? Ja, sehr schön. Hier hoch wahrscheinlich, sehr schön. Ein bisschen was von Tomb Raider. Oder Uncharted. Könnt ihr euch aussuchen. Wie komme ich denn hier? Komme ich da nicht weiter, was ist denn los? Komme ich hier weiter? Komme ich hier? Darf ich hier nicht einfach festhaken irgendwo? Da, siehst du. Da, extra angebracht für uns. Hier rüber. Das ist aber auch, das muss ein ultimativer Ausblick sein. Ich hoffe, bis wir da oben sind, kriegen wir einen schönen Sonnenschein hin, weil ich will das jetzt nicht in tiefster Nacht hier sehen, das alles. Ich will jetzt Sonne haben. Schönen Lensflare genießen. Okay. Okay, da kommen wir auf jeden Fall hoch. Aber kann jetzt mal bitte die Sonne aufgehen? Runter. Easy. Okay, kaut sie gerade. Kann ich das nicht anzünden hier? Ist das nicht vielleicht ein riesen Waypoint? Nee, anscheinend nicht. Okay. Sieht interessant aus. Wie kann die das hier verloren haben? Oder wann hat sie das bitte verloren? Aha. Das muss ja ewig her sein. Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Hier kann man abzeigen. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich werde einfach mal den Fotomodus testen. Einfach, weil das hier... Keine Ahnung. Was kann... Ne, ich muss das jetzt einfach testen, Leute. Sorry. Sichtfeld. Okay, kann ich rauszoomen. Finde ich sehr geil. Okay, das ist die Ansichtsdrehung. Spieler verbergen. Achso, das geht auch, okay. So muss man einfach auch mal testen, gell? Nee. Helligkeit, Überblendung, Kolorieren, Intensität. Ja, schön. Tageszeit, hier! Können wir das bitte... Ich will Tag. Oh, wie geil. Morgen wäre auch geil, so Sonnenaufgang. Hier mit Lensflares im Hintergrund. Was ist das denn? Was ist das? Okay, ich werde viel Spaß immer mit dem Fotomodus haben. Ne, ein bisschen zurück. Dass der Lensflare hier schön reinkommt. So. Okay. Rand nichts. Breitbild, Quadrat.
Sofort Bild breit, schwarzer Rahmen, weißer Rahmen, Muster, was? Herzen? Was ist das denn? Also, Leute, ich muss das jetzt testen, sorry. Kleines Logo. Oben links. Ah, ich kann Logos einblenden, okay. Vignette. Was ist eine Vignette? Ach, das ist eine... Ach, sorry, weiß schon. Okay, lassen wir das. Vor dem Mund schließen. Ach, ich dachte, jetzt bleibt es vielleicht Tag. Schade. Okay, wir zeigen uns das mal. Oh, was? Also, das muss man vielleicht auch mal getestet haben, ne? So. Zurück zur kauzigen Grater, ne? Da lang. Okay, da runter zu springen ist wahrscheinlich Selbstmord. Denke ich mir. Vermute ich einfach mal. Oder? Nee, geht sogar. Kann man sich runterhangeln. Finde ich gut. Ich versuche einfach mal so lange wie möglich an einer erhöhten Position zu bleiben. Einfach aus taktischen Gründen. Ja, komm irgendwo raus aus dem Gras. Gut, lassen wir's. Wir müssen nicht alles töten. Ach, den haben wir schon, den Waypoint. Okay, sehr schön. Wir müssen auch nicht alles töten. Die riesige Läuferherde schon wieder. Aber das ist alles nur Fleisch, das geht hier, ne? Das sind viele Plünderer. Ich will keine Plünderer. Die sind echt nicht sympathisch, die Plünderer. Überaus unsympathisch. Ich muss mit dir reden. Ich sehe hier gerade noch eine Quest. Hi. Bitte! Ja, hi. Bin doch da. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen. Geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Klar doch. Deine Tochter, erzähl mir mehr. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Okay. Eine Erinnerung von der Mutter also. Okay, das ist natürlich ein bisschen verständlicher. Warum aber ich? Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Ja, was ein Vater für seine Tochter aufnimmt, das ist einfach nur unglaublich. Aber ist auch wirklich so. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Wir wissen, wo das ist. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Natürlich helfen wir dir. Entspann dich einfach. Und ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Keine Sorge, wir kriegen das hin. Wir haben zwar vorher noch eine andere Sache zu erledigen, wir werden es wahrscheinlich erst in den nächsten 28 Folgen machen, aber ja, chill einfach. Was ist das? Ach, das ist ein Waypoint, okay, nehmen wir den einfach mal mit. Schnell speichern, bitte. Wie sieht es eigentlich pfeiltechnisch aus? Könnte man einfach mal nachcraften. Zur Sicherheit. Das werden wir jetzt erst zu Grana, oder? Ja. Zu kauzigen Grata müssen wir. Da müssen wir wieder den Berg hoch, sehr schön. Jetzt zum Mutterherz und dann Mutters Wacht. Und dann haben wir noch zu Mutters Wiege. Warum hat alles irgendwie Mutter im Namen? Unglaublich. Ich hoffe, diesmal ein bisschen kräftig einzugehen, weil wir auch ein bisschen neue Sachen entdecken. Kann ich ja eigentlich den Fels Vorsprung hier hoch? Schaffe ich das? Nee, ne? Aber den Weg hier sollte ich schaffen, ne? Ja, den schaffe ich sehr schön. Okay. Hätten wir auch letztens gehen können. Der Weg wäre wesentlich schneller gegangen. Obwohl, sind wir denn letztens gegangen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, wir sind einen anderen Weg gegangen. Zwischendurch sollte ich vielleicht doch mal scannen, auch wenn wir hier gerade
Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie nachts ein bisschen inaktiver sind, die Maschinen. Kann das sein oder täusche ich mich da gerade? Ich habe was gehört. Aber das ist nur fleischliches Getue. Ja, ich glaube, die sind inaktiver. Oder liegt an Gratas Anwesenheit hier? Da ist Grata. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Freu dich, ja. Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Deine Gebetsperlen habe ich auch, nur verliere sie nicht wieder. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Das ist kein Abschied für immer. Urmutter, höre mich, wie ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Ich wollte dich hier unterbrechen gerade. Schaffe ruhig weiter. So, wir haben jetzt die Quest mit der Grata abgeschlossen. Und haben noch zwei andere Nebenquests. Und dann auch noch die Hauptquest. Ah! Schwerschadenstärkung. Finde ich geil. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Oh. Machen wir. wo ich das auch ganz nice finde. Olaras Bruder Brom sollte nach 10 Jahren der Verbannung heimkehren. Aber er ist verschwunden und hat nun ein blutgetränktes Lager hinterlassen. Das könnten wir machen. Oder die Fußstapfen ihrer Mutter. Die Fußstapfen ihrer Mutter. Das ist mir gerade sympathischer. Ein verwundeter Jäger bittet Eloy, seine Tochter zu finden. Sie wollte eine gefährliche Maschine verfolgen, um ein geliebtes Familienerbstück wieder zu beschaffen. Aber wenn das so ein wichtiges Familienerbstück ist, warum kämpfen die dann damit? Oh, nice. Wo habe ich die Perks? Fähigkeiten. Ich habe einen Punkt. Oder wir warten. Schlag von oben. Was gibt's denn nach der Zeitlupe? Schwerlastträger, wirklich schnell mit schweren Waffen. Nee. Ich werde die Treffer vorher mehr schaffen. Mhm. Okay, das ist eigentlich schon ganz nice. Obwohl das hier lacht mich irgendwie an, die Fragezeichen hier. Was ist das? Ich werde das einfach mal lernen. Was ist das hier? Hätte ich jetzt nicht freigeschaltet. Okay, jetzt haben wir einen Lockhofer lernen. Dann setze ich wie ein Locke mit einem Werkzeugmenü einen Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt, der Eloy am nächsten und im Zentrum ihres Blickfelds ist. Okay. Das ist aber eigentlich schon ganz geil. So kann ich ihr Wächter zu mir herlocken und sie dann gekonnt im hohen Gras ausschalten. Was ganz geil sein kann. So, machen wir auch mal wieder voll. Das ist voll, okay. Feuerpfeile können wir noch nicht. Die Feuerpfeile freue ich mich übrigens mega. Okay. Dann gehen wir mal das Töchterchen suchen. Ich meine, ich will ja eigentlich auch die Hauptquest weitermachen und so weiter, aber ich will auch die Nebenquests echt nicht außen vor lassen, weil ich die auch mega nice finde in so Open-World-Spielen. Der schnellste Weg nach unten. Ja. Warum gab es hier gerade so einen Hall? Das ist keine Höhle hier. Was soll das? Der Waypoint verwirrt mich auch die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wir müssen da lang, ne? Ich finde Arana. Warum zeigst du mir aber da runter an? Was zeigst du mir da runter an? Vielleicht zeigt er mir den Weg, ne? Zeigt er mir den Weg? Er zeigt mir den Weg. Er zeigt mir den Weg. Wir könnten. Ne, komm, wir gehen querfeld ein. Ich meine, wer folgt denn heutzutage noch dem Weg? Ich meine, wir sind doch so ein mega heftiger Waldläufer hier. Also würde ich mich einfach mal so einschätzen als Waldläufer.
Und ich finde wirklich, dass die nachts die Maschinen mega inaktiv sind. Ich meine, wo sind die? Schlafen die auch? Meine Maschine braucht keinen Schlaf. Das brauchst du mir nicht erzählen. Und ich sollte auch ein bisschen mehr looten. Wo sind die ganzen Maschinen? Da drüben. Ja, da drüben. Okay. Das waren wir gerade nur in einem Gebiet, wo wenig Maschinen sind. Alles klar. Ist akzeptiert. So, jetzt müssen wir darüber, ne? Ja. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Los. Hilf mir doch jemand! Erledige ich bin umzingelt! Das sind fucking viele Wächter, die kann ich nicht einfach so erledigen. Und das sind Läufer. Läufer ist okay. Ich sitze hier fest. Ja, das ist am Ende dein Problem. Hilfe! Läufer ist alles okay. Ich guck mal, ob ich irgendwo bin. Jetzt halt doch die Fresse! Das ist alles Wächter. Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht runter. Ich kann nicht runter. Hilfe! Mann, geh hoch hier. Wenn ich hier oben bin, können mich die Wächter hier angreifen. Ich meine, da ist hohes Gras. Ich glaube, das werde ich nutzen. So, hilf mir doch jemand! Ich sitze hier fest! Komm her. Komm. Testest du das jetzt? Ja, vernichtet sie. Bitte. Zwei sind down. Easy. Hat der andere uns entdeckt? Okay, der scheint auch angelockt zu sein. Finde ich gut. Wenn der herkommt, ist das sehr gut. So kommen die jetzt alle bitte. Was soll das? Okay, hier drin sollte man mich aber nicht sehen. Das finde ich sehr gut. Okay. Den einen kriege ich noch so einen Nahkampf-Down, den anderen muss ich wahrscheinlich so ausschalten. Was? Der hat mich da. So lautlos ist dieser Crit-Angriff? So lautlos ist dieser kritische Schaden? Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Ja, ist okay. Alter, das. Der Nahkampfschaden, der macht ja so heftig viel Schaden, dass der ist okay. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, klar, aber warte kurz. Ich loote das hier noch schnell. So, wo bist du denn? Hi. Ich möchte mich nur bedanken. Ja, hi. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Shit. Das dachte ich mir. Der Speer? Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Okay. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ach, wir helfen dir. Wir holen den Speer. Keine Sorge. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Ich finde das auch irgendwie voll lustig, dass es zwar mega das Verbrechen ist, mit einer Ausgestoßenen zu reden, aber sich irgendwie niemand daran hält. Ja, okay. Wir müssen zum Läuferareal. Alles klar. Ne? Wir sind im Läuferareal, ne? Ist das richtig? Spitze des Speers. Geh auf die Jagd nach Lohe und Scherben.
Ach nee, das ist falsch. Hier müssen wir hin. Okay. Wo sind ihre Spuren bitte? Folge ihren Spuren. Achso, untersuche das Gebiet mit deinem Fokus. Das haben wir doch gleich. Ah. Sehe schon. Ah. Das ist was genau? Spur markieren. Okay. Ah. Das ist ja episch. Okay. Ich hoffe, wir treffen nur auf einen Plünderer. Und nicht auf eine ganze Meute. Das wäre uncool. Aber was ich da gerade auch sehe, wir sind schon bei 25 Minuten. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis, was ihr davon allgemein von dem Projekt haltet. Wie ich immer verlange, dass ich was in die Kommis schreiben sollte, ne? Das ist schon lustig. Aber egal, ich verbleibe mit einem Ray und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.